Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Pokémon Warlock. Nachdem wir in der letzten Folge tragischerweise Hennig fast verloren hätten. Ja, ich werde DJ Bobette nicht erwähnen, doch werde ich. Nachdem wir tragischerweise DJ Bobette verloren haben und Hennig fast verloren hätten, befinden wir uns jetzt immer noch auf dem Weg, den Lavandia-Turm zu zerstören. Zu vernichten. Ich werde auf dem Weg hoch in die letzte Etage noch so viele Nebulak mitnehmen wie möglich. Wie viele Pokebälle habe ich? Ich habe immer Angst, dass ich einem Shiny begegne. Also es wird nicht passieren, aber gerade Shiny Nebulak wäre ziemlich kacke, wenn man mal so drüber nachdenkt. Weil. Entschuldigung. Weil ein Shiny Nebulak auch Shiny Fluch einsetzen kann. Und Shiny Fluch würde Shiny Nebulak sehr Shiny zerstören. Oh. Mit der Spieler gar keinen Bock drauf. Und jetzt kommt als nächstes Konfusstrahl. Übrigens müsste es heißen, ich habe da nie drauf geachtet, es müsste heißen Konfusstrahl. Nicht Konfusstrahl, Konfusstrahl, da steht Konfusstrahl. Da fehlt ein S, wegen der Zeichenlimitierung der Attackennamen. Oder Konfusstrahl. Aber das macht natürlich keinen Sinn. So. Während ich hier nebenbei ein paar Nimbulak noch toter mache, als sie ohnehin schon sind, ich hoffe, dass Jessie eine coole Attacke lernt. Flügelschlag, Borschnabel kommt glaube ich erst auf Level 40. Das ist also noch ein bisschen hin, aber Flügelschlag wäre schon ziemlich cool. Während ich das hier mache, habe ich ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Nicht mit euch, aber mit Gamern generell. Man kann jetzt sagen, das ist nur die laute Mehrheit, von der ich gleich reden, Minderheit, von der ich gleich reden werde, aber es fühlt sich für mich nicht mehr so an, als wäre es die laute Minderheit. Und zwar geht es für mich explizit um zwei Dinge, die ich auf Facebook gesehen habe. Erstens, das ist jetzt unabhängig von der Gruppe. Ich weiß, ich hatte dazu auch was in der Gruppe geschrieben, aber das hat jetzt nichts mit irgendwem aus der Gruppe zu tun. Da hat Nintendo gepostet, dass die Virtual Console Titel von Gold und Silber auch als Retail-Version kommen, aber halt nur mit einem Download-Code drin. Also die machen da keine extra Cartridge für. Und zack waren die ersten oder sehr viele Kommentare dabei. Oh, ist das völlig scheiße, ich hätte so gerne auch ein Cartridge. Wieso soll ich 40 Euro bezahlen für ein Originalspiel, das ich auch eigentlich original kaufen kann? Erstens. Es ist höchstwahrscheinlich der Fall, dass das Spiel nicht 40 Euro kosten wird, sondern 10 oder 15. Punkt 1. Punkt 2. Wann begreift ihr Vollidioten hin? Dass man etwas nicht, auch nicht kaufen kann, wenn man es nicht haben möchte. Das ist wirklich nicht schwer. Ich beschreibe euch mal, wie man etwas nicht kauft. Man geht nicht in einen Laden, man holt sich etwas nicht aus dem Regal, geht damit nicht zur Kasse und bezahlt es nicht. Fertig. Schon habt ihr das Problem gelöst. Das ist nur Geldmacherei von Nintendo. Nein. Erstens, ja, doch, es ist Geldmacherei, aber guess what? Nintendo ist ein Unternehmen, das Geld verdienen möchte. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ein Unternehmen, das Profit machen möchte? Schwanz, Lutscher, Hurensöhne, Pisser. Geht ja gar nicht klar. Warum sind sie nicht alle schon längst tot? Wir wollen damit Geld machen? Was sind das für Hurensöhne? Das Spiel ist doch schon mal vor 20 Jahren erschienen. Ja, auch das ist richtig. Aber auch hier kann man wieder ganz einfach sagen, kauf es nicht. Kauf es nicht. Es ist nicht so, dass das Shigeru Miyamoto oder der Geist von Satoru Iwata, dass die morgens in deinem Bett stehen, dir eine Knarre an den Kopf halten und dir dein Geld aus der Tasche ziehen und dir dafür dann was auf den Schreibtisch legen, das Spiel zum Beispiel. Nein, es ist meistens eher so, dass du, dummer Fanboy, sowieso ins Geschäft gehst und es sowieso kaufen wirst. Ich bin so ein dummer Fanboy. Ihr habt das in meinem Special gesehen, wie mein Wohnzimmer aussieht. Aber ich freue mich darüber. Ich gebe denen das Geld gerne. Nicht, weil ich denke, dass Nintendo das Geld verdient hat, sondern weil ich den Scheiß haben will. Und auch, weil Nintendo das Geld verdient hat, weil die halt geilen Scheiß machen. Aber ich will das Zeug halt haben.
Dass Nintendo das mit seiner Marketingstrategie schafft, dass ich es haben will, das ist ein Erfolg, den Nintendo sich auf seine Flagge schreiben kann. Oder Game Freak oder wer auch immer. Hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwie, keine Ahnung, abgezockt wird. Es ist doch nicht so, dass du ein Abo abgeschlossen hast. Kaufst doch einfach nicht. Lass doch einfach sein. Fertig. Ein weiterer Nutzer hatte geschrieben, dass, ja, da ist ja nur ein Pappverpackung und da ist nur ein Pappcode drin. Da ist ja gar kein Wert dran. Die armen Bäume. Alter. So von wegen Pappverpackung, dafür mussten Bäume sterben. Weißt du eigentlich, wie viele kleine asiatische oder indische Kinder irgendwo in Schwefelminen arbeiten müssen oder seltene Erden fördern müssen und mit 25 in den Arsch zu kneifen, damit du deine verfickte Cartridge für 40 Euro kaufen kannst? Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nur, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist in jedem elektronischen Artikel, den du kaufst, es sind irgendwelche seltenen Erden verbaut. Die ganzen Platin-Dämpfe, oder die ganzen wie nennt man das? Veredelten Platinen. Das ganze Zeug, womit die Kontakte verlötet und verdampft werden. Die ganzen Kabel logischerweise. All das ganze Plastik, das ist alles hochgradig umweltfeindlich. Aber das ist heutzutage nun mal so. Ich sage nicht, dass man dagegen nichts tun sollte oder was weiß ich. Man muss ja nicht gleich Aktivist werden. Ich finde, wenn man vernünftig mit den Ressourcen, die man hat, umgeht und sich der Umweltfeindlichkeit von elektronischen Geräten bewusst ist, ist das schon mehr als die meisten tun und ich glaube, ein guter Anfang. Und dann da zu sagen, ich will das nicht kaufen, ich finde das eine Umweltverschmutzung, weil da ist eine Pappverpackung. Alter, du stellst wahrscheinlich jeden Tag zwei gelbe Säcke mit Plastikmüll, weil du keinen Bock hast, dir frisches Obst zu kaufen und selbst was zu kochen. Nein, du greifst zu Konserven. Das ist auch alles kein Vorwurf. Das machen viele Leute, das ist so, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, das ist scheiße, das muss man ändern. Wird man von heute auf morgen nicht können, aber das ist halt so. So. Und da dann mit dem Argument Umweltfreundlichkeit bei einer Pappverpackung zu kommen, wo ich mir doch selber jeden Abend eine Dose Ravioli aufreiße, weil ich keinen Bock habe, irgendwie aus Eiern, Mehl und was weiß ich, was in Nudeln noch drin ist, wahrscheinlich nichts, mir irgendwelche Ravioli selbst zu stanzen und die mit Tomatenmark zu füllen oder was. Und vorher noch selber die Tomaten zu passieren, damit ich Tomatenmark daraus gewinnen kann. Was ist das für eine in sich unlogische, inkonsequente Argumentationskette? Hauptsache rumflamen. Die Gamer heutzutage oder viele Gamer heutzutage sind kleine verzogene Girls, nichts mehr und nichts weniger. Oder kleine verzogene Boys, um politisch korrekt zu bleiben. Und alles richtige kleine Kackbratzen. Ich rage gerade ganz schön viel, aber es geht mir auch ganz schön auf den Sack. Es ist so richtig Akademikerkind, weiß ich nicht, heißt mit Vornamen Jo, also J-O, Akademikerkind oder Torben. Und kriegt so Weihnachten ein Samsung und fängt an zu weinen und zu schreien, weil es lieber ein Apple gehabt hätte. Ein scheiß Apple-Smartphone oder was. An diesem Punkt sind wir mittlerweile angekommen, dass man sich nicht mehr über Sachen freut, die man bekommt, sondern sie prinzipiell und grundsätzlich einfach aus Spaß kritisiert. Das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Pech. Es ist nicht in der Verantwortung des Künstlers, dir das zu geben, was du dir vorgestellt hast. Und es ist auch nicht in der Verantwortung von Nintendo, dir irgendwie noch 30 Zusatz-Extra-Boni-Scheiß in diese Packung zu packen, damit du dir da abends drauf einen runterholen kannst. Ganz einfache Kiste. So schwer ist das doch nun wirklich nicht. Und das ist genau dieselbe Geschichte wie damals bei Federation Force, Metroid Prime 3, Metroid Prime Federation Force für den 3DS, so ist es richtig. Da gab es Petitionen für, dass das Spiel eingestellt wurde. Was seid ihr eigentlich alles für Arschgesichter? Da sitzen Leute hinter, die sich Mühe geben, um ein Produkt zu erstellen oder ein Projekt fertigzustellen, das den Leuten Spaß bringen soll, die daran Spaß haben wollen. Und du kleiner, kleinschwänziger, unzufriedener Dreckspimmel, der abends zu Hause sitzt und, keine Ahnung, prinzipiell mit sich unzufrieden ist, hast da keine Petition zu starten, damit das gestoppt wird. Es gibt Leute, die wollen das haben.
Und es nimmt dir ja auch keiner was weg. Das ist dieselbe Argumentationskette wie bei Smash Bros. Ständig. Aber warum gibt es dunkler. Ich meine, dunkler Pit ist als Charakter ziemlich dumm. Keine Frage. Ich mag auch diese Klongeschichte nicht. Dass man einfach einen Charakter nimmt, anderer Skin, leicht verändertes Moveset und fertig, bin ich auch kein Fan von. Aber ich sage nicht, Sakurai ist kacke, weil der macht immer nur Klone. Anstatt den Klon hätte man auch einfach Ridley reinpacken können. Ich meine, ich würde mich sehr über Ridley als Charakter freuen. Ich bin pro Ridley. Aber es ist einfach nicht so. Jeder, der sich ein bisschen mit Game Design auskennt, es ist einfach nicht so, dass ein Klon den Slot eines anderen Charakters wegnimmt. Man müsste sich mal klar machen, wie viel Arbeit in einen komplett neuen Charakter schlüpft oder fließt. Wie viel Arbeit da reingeballert wird. Vom Design, vom Moveset, vom Balancing, von der Grafik logischerweise, von den Trophäen, von der Beschreibung, den Input, den Kombos, alles drum und dran. Das ist unglaublich viel Arbeit für einen einzigen Charakter. Man kann nicht verstehen, dass um die Vielfalt zu wahren oder um ein bisschen ein Deut mehr Vielfalt reinzubringen, dass man da einen Klon macht, dem anderen Skin gibt, das Moveset leicht verändert und das dann ins Spiel packt. Das dauert sehr viel, nimmt sehr viel weniger Zeit in Anspruch und man hat sehr viel schneller einen weiteren Charakter zur Verfügung. Der nimmt niemand jemand anderem den Platz weg. Oh, wenn sie Bowser Jr. nicht designt hätten, hätten sie vielleicht wen anders designt. Nein. Auch so eine Sache. Nein. Einfach nein. Und die Begründung für nein ist, hätte Fahrradkette, sie haben es nicht getan. Punkt aus. Dass du diesen Charakter nicht haben willst, ist okay. Nimm ihn halt nicht. Aber bitte hör doch auf, ständig unzufrieden zu sein. Jedes Mal dieselbe Grütze. Und dann habe ich bei Facebook gesehen, dass auf der Gamescom für Metroid-Fans ein Poster und so ein Turnbeutel verteilt wird. Wenn du da hingehst und du zeigst ein Foto von deinem Spiel oder wie du Metroid spielst, nimmst das Codewort, das da genannt wurde, dann kannst du da Turnbeutel kriegen und ein Poster. Also so nette Giveaways, so nichts Besonderes. Halt etwas, um dem Fan etwas Gutes zu tun. Die hätten das nicht machen müssen. Die hätten auch nur einfach nur so Metroid zeigen können, das Spiel, und nichts weiter hinzufügen müssen. Haben sie aber trotzdem getan. Und was geht los in den Kommentaren? Was ist das für ein Scheiße hier? Warum gibt ihr uns nur so was Minderwertiges? Wir möchten gerne doch lieber etwas Besseres haben. Oder wer möchte schon hier einen Turnbeutel und ein Poster? Das ist total scheiße. Alter, du kriegst was geschenkt. Du kriegst was geschenkt. Wie kann man sich über etwas beschweren, das man geschenkt kriegt? Begreife das nicht. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe mehr oder weniger alles gesagt, was ich sagen wollte. Oder vieles gesagt, was ich sagen wollte. Ich denke, ihr habt begriffen, was ich hier moniere. Es ist wirklich toxisch geworden. Lange Rede, einfacher Sinn. Erfreut euch einfach an dem, was ihr habt und was ihr in Zukunft bekommen werdet und was euch nicht passt, was ihr nicht haben wollt, was ihr nicht schön findet. Lasst es einfach gut sein. Ich gehe doch auch nicht. Das fange ich schon wieder an. Ich gehe doch auch nicht in den Supermarkt zu den Auberginen und sage: Hier, Rewe, was ist das für eine Scheiße? Warum nicht eine Aubergine? Ich mag keine Auberginen, Alter. Ich mag die nicht. Nimm die mal aus dem Programm. Ich mache eine Petition, stoppt Auberginen. Scheiß Auberginen, Alter. Ich esse viel lieber Bananen. Warum ist Bananenfach leer und Auberginenfach ist voll? Ist voll scheiße. Außerdem möchte ich, dass Bananen geremaked werden. Und wehe, Remake Auberginen. Keiner will Auberginen haben. Hass auf Rewe. Hashtag Hass auf Rewe. Egal. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. So, jetzt trainiere ich jetzt hier noch bis Level 25 und dann geht's weiter. Jetzt habe ich die erste Viertelstunde der Folge damit verschwendet, rumzuschreien und rumzumeckern. Darüber, wie scheiße Meckerer sind. Die Ironie ist mir bewusst. Aber es musste raus. Es hat sich angestaut. Musste raus.
Jetzt geht es mir auch wieder gut. Ich habe mich ja schon sehr lange über nichts aufgeregt hier auf dem Kanal. Bestimmt schon so 3, 4 Folgen. Und war die letzten Folgen immer sehr auf das Spielgeschehen fokussiert. Jetzt gucke ich mal. Ich würde dir gerne Sonderbonbons geben hier. Ja, komm. Ich stecke dir jetzt die 2 Sonderbonbons in den Rachen, die ich hier noch habe. Sind doch 2, ne? Ja. Vielleicht doch noch einer. Vielleicht lernst du jetzt eine Attacke. Lernst du eine Attacke? Nein. Okay, dann doch 2. Lernst du jetzt eine Attacke? Nein. Okay. Bleibe bei Schnabel. Ich würde sie echt gerne noch bis zum Arenaleiterkampf. Oh, ein Apollo! Das ist aber schön. Ist ein bisschen Erfahrungspunkte, wa? Und es tut sich sogar den Gefallen, sich umzubringen. Das ist gut. Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich denn? Oh, 360, das ist schon nicht so schlecht. Ich begrüße einen neuen Subscriber. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei 17. Ich habe gesagt, ich dachte, ich hätte die Spitze oder Spitze meiner Zuschauerzahl erreicht. Tatsächlich steigt es langsam, aber stetig. Das freut mich natürlich sehr. Aber ich glaube, jetzt haben wir den Apex erreicht. Jetzt sind wir oben. Ganz oben. Also wer jetzt aus der Gruppe nicht schon aufgesprungen ist, wird es auch nicht mehr tun. Und ich glaube, von außerhalb habe ich keine Zuschauer. Und wenn doch, lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Es gibt auch immer unheimlich viele stille Zuschauer, die gar nichts schreiben. Kann ich verstehen. Ich bin selber ein sehr stiller Zuschauer. Wenn ich meine ganzen amerikanischen YouTuber gucke, schreibe ich da nie was drunter. Auch wenn die schreiben, ihr liked und kommentiert, mache ich nie. Ich freue mich, dass sie das machen und so. Und ich denke, meine Zeit, die ich zugucke, unterstützt die auch. Aber ich mache es trotzdem nie. Ich glaube, die YouTube-Algorithmen beachten zwar schon die Kommentarfunktion, aber in erster Linie, so wie ich das mal gelernt habe, falls es noch aktuell ist, die durchschnittliche Watchtime und die totale natürlich auch. Also wie lange die Leute zugeguckt haben am Stück und wie lange die Zuschauer insgesamt geguckt haben. Ich habe irgendwie 3000 Minuten diesen Monat. Das ist schon krass, wenn Leute 3000 Minuten natürlich verteilt unter euch, ist klar. Aber 3000 Minuten gucken, was ich denn hier so für eine Scheiße fabriziere. Das ist schon ein sehr schönes und großes Kompliment. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jessie, zeig mal, was du gelernt hast in deiner Grundausbildung. In deiner Hassausbildung. Genau. Trifft nicht, du Drecksvieh. Tod den Rockets, tod den Rockets. Gibt natürlich so gut wie keine Erfahrungspunkte. Das ist aber nicht schlimm. Ich könnte auch mit Furienschlag mal versuchen, irgendwas zu machen, aber Schnabel ist für mich fokussierter, weil es das irgendwie Sinn ergibt. Los, jetzt triff dich bitte nicht selbst. Triff dich bitte. Ah. Okay, wir gucken mal, wie viel die sich selbst abzieht. Ein Viertel. Okay. Das ist weniger als ich dachte. Weil Habitak sich ja noch so viel abgezogen hat. So. Aber ein Golbat ist mir schon wieder ein bisschen zu kacke. Darum, es kann bestimmt Flügelschlag, ne? Wollen wir mit Edi mal reingehen? Wollen wir mit Edi probieren? Ich meine, er ist Level 28. Da dürfte eigentlich nicht viel passieren. Es sei denn, es wird jetzt gleich verwirrt oder so. Ah, wie viel macht das? Ah, das waren ungefähr 22. Mit einem Crit und schlechter Damage Curl kann das schon ziemlich scheiße werden. Nee. Wird übrigens keiner meine Frage beantwortet. Warum trifft Konfusstrahl Normal-Pokémon? Das dürfte nicht sein. Konfusstrahl ist ein Geisttyp. Das dürfte nicht sein. Einzige Attacke? Nein, gar keine Attacke von Nebulak dürfte treffen, zum Beispiel. Wie gesagt, Donnerwelle trifft ja auch keine Boden-Pokémon. Das muss mir mal einer erklären. So.
Ich bekomme übrigens langsam Probleme mit Brennstein. Also er ist immer noch ziemlich stark und immer noch mein stärkstes Pokémon. Du wirst mir nie verzeihen, ich werde dir nie verzeihen, du kleiner Bastard. Ich werde euch nie verzeihen, ich werde euch alle vernichten. Mein erstes Ziel ist, zunächst Team Rocket zu zerstören. Dann kommt irgendwann Sachsen-Gary. Meine Prioritäten haben sich ganz schön geändert im Laufe dieser Warlock. Und zwar habe ich mir für Brennstein ja die Regel gemacht, irgendwie, dass ich den erst entwickle zu Geowatz, wenn ich alle anderen entwickelt habe. Jemand hat in der Gruppe auch gefragt, wenn ich denn Hendrik den Blattstein gebe, wenn es erstmal ein Duflor ist. Vielleicht gebe ich Hendrik ja auch den Sonnenstein. Vielleicht lasse ich ihn ja so lange Hendrik sein, also Duflor sein, bis ich ihn in ein wunderschönes Glubella verwandeln kann. Das werde ich nicht tun. Aber hätte ich ja, rein theoretisch. Ja, das entscheide ich selber. Also bei Blattstein, bei Pokémon, die sich mit Stein entwickeln, ist es ja so, dass sie nach der Entwicklung kaum noch Attacken lernen. Da werde ich versuchen, eine gute Mischung zu kriegen. Auf jeden Fall möchte ich Brennstein erst entwickeln, wenn ich Hendrik entwickelt habe. Einfach um mir selber so ein bisschen die Regel aufzuerlegen. So. Nein, ich möchte deine Meinung nicht hören, liebes Team Rocket-Mitglied. Ich möchte nur deine Eingeweide sehen und deine Schreie hören. Das möchte ich sehen. Denn Smogger möchte ich auch zerstören. Aber es. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein! Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Jede Folge ein Pokémon, wa? Wir sollten uns daran gewöhnen. Wir sollten uns echt daran gewöhnen. Ich kotze im Strahl. Ich kotze echt im Strahl. Es ist plötzlich so still in diesem Raum. Eben gerade war hier noch so viel Leben drin. Es tut mir leid, Jessie. Ehrlich. Das kann nicht wahr sein. Damit ist auch die Trumpfkarte für Erika gerade gestorben. Was ist hier los? Erstmal gehe ich hier raus. Alter. Wir haben noch 20 Minuten vor uns. Was für eine Stärke hat Finale? 150? Vielleicht? War das ein Crit? Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ich glaube, Finale hat Stärke 150. Spielt aber auch keine Rolle, da jetzt nochmal drüber nachzudenken. Ich kack ab. Was ist hier los? Verdammte Scheiße.
Das ist jetzt gerade so eine andere Emotion, die ich gerade bei mir feststelle. Wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es ein Pokémon-Spiel schaffen kann. Und zwar, oder diese Challenge, dass sie diese Challenge da schaffen kann. Und zwar, dass ich jetzt deutlich besser, das heißt besser, aber ja, Steck, jetzt kriege ich Steck. Dass ich jetzt deutlich besser oder routinierter mit dem Verlust umgehen kann, eines erst just etablierten Teammitgliedes, als ich das noch mit Britta konnte. Was die ganze Sache nicht weniger scheiße macht. Tja, Jessie. Es war ein kurzes Intermezzo, aber es war ein sehr schönes Intermezzo. Du hattest eine große Zukunft vor dir. Genauso wie Britta. Jede Folge ein Pokémon. Wir werden dich nicht vergessen. Und das, wofür du standest. Für die totale Rache und Verfolgung von Team Rocket. Aber Rache führt immer nur zu noch mehr Leid. Lasst euch das gesagt sein. Tschüss, Jessie. Steck. So, ich buchstäblich das Pokémon Steck in meinem Team. Aber ich Hennis Steck und Steck. Ach hey, Rattan ist jetzt nicht dafür, oder Arbok ist jetzt nicht dafür bekannt, das geilste Pokémon auf der Welt zu sein. Verdammt, was mache ich jetzt mit Erika? Oh je, oh je. Ach Herr Gemini. Aber Dennis, du hast doch noch Gift-Pokémon. Ja. Problem ist nur, dass jedes Pflanzen-Pokémon mit Ausnahme von Tangela in Generation 1 auch das Typ, den Typen Gift hatte. Oder hat. Type Advantage gleich 0. Ich meine, den hat sie jetzt auch nicht, aber. Ja, Hennig mit Duo-Steck. Vielleicht. Jetzt will ich erstmal Hendrik nach oben bekommen. Jesus Christus, verdammte Scheiße, noch eins. Boah. Jetzt haben wir nicht mal mehr so eine geile Trainingsmöglichkeit, wie wir das mit Jessie hatten. Kann ich einmal was glatt laufen? Kann ich eine Folge mal irgendwas funktionieren? Ist jetzt die dritte Folge in Folge, in der so eine Rotze passiert. Mir gehen auch die Pokémon langsam aus. Ich meine hier. Wie heißt die Rotze? DJ Bobette. DJ Bobette war nicht schlimm. Also war schon schlimm, aber war halt das Opfer, das ich in so vielen Folgen vorher prophezeit hatte. Aber wie gesagt, mir gehen die Optionen aus. Ich glaube, ich mache mit Hennig jetzt auf dem Weg nach oben so ein bisschen Grinding. Also so ein bisschen mitnehmen für Hendrik. Und sehe zu, dass ich Hennig so stark wie möglich kriege. Damit bei Erika nicht wieder irgendeine Scheiße passiert. Mein Duo-Steck ist wenigstens eine normale Attacke. Also sie trifft normal. Da kann man vielleicht was draus machen. Ich weiß auch nicht, was Hendrik noch. Nicht Hendrik. Giftpuder, yeah.
was Henning noch lernen kann. Was kommt denn nach Duschdeck? An nützlichen Attacken. Irgendwann müsste ja auch nochmal Nadelrakete kommen, ne? Aber gut, Nadelrakete ist genau dasselbe Problem. Ist zwar ein Käfertyp, aber trifft nur normal. Aber trifft, glaube ich, auch immer, kann das sein? Dass Steckrakete immer trifft? Also Genauigkeit 100% meine ich. Dann ist das ja etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Was kannst du denn bis jetzt so? Absorber, Gift, Puder, Lockduft. Als Giflor wirst du cool, Hendrik, aber jetzt gerade bist du ein ganz schöner Klotz am Bein. Das heißt aber auch, wir werden grinden gehen müssen. Das mache ich dann nach der Folge. Mache ich gleich hier im Anschluss. Und dann geht das schon, ne? Dann gibt es zwei Outros oder Abspann-Dingsies am Ende der Folge. Die Verabschiedung von Jesse, viel zu früh. Viel zu früh. Und der Grinding-Schnelldurchlauf. Tja, Leute, die bittersüße Wahrheit ist, dass der Shit langsam real wird. Oh Mann. Es tut mir echt so leid, Jesse. Das geht mir auch. Ich weiß nicht, ob ich das glaubhaft vermitteln kann. Aber es geht mir auch gerade richtig auf den Sack. Das macht mich richtig sauer. Nicht nur, weil da Zeit reinfließt oder Mühe oder was weiß ich, sondern auch, weil ich mal irgendwie mich von dem Britterschlag erholen möchte. Dass es irgendwie mal ein Zeichen auch in das Team geben kann. In mein Pokémon-Team. Dass eine gewisse Stabilität erreicht wurde. Dass man sich nicht mehr, keine Angst mehr davor haben muss, dass so etwas so schnell wieder passiert, wo ich gesagt habe, das lasse ich nicht zu, dass sowas passiert. Und dann kommt Finale. Und Drecksfinale. Das macht mich ganz schön wütend. Doch ein Stück weit fassungslos. Egal wie gut man vorbereitet ist. Ich wusste ja, dass das Jesse keine hohe Verteidigung hat, aber so früh im Spiel schon Finale. Ich sehe ja beim Editieren nachher, auf welchem Level dieses Smogon war. Fix Smogon! Fuck Smogon! Oh, wie konnte ich diese Gelegenheit verstreichen lassen. Hashtag fuck Smogon. Hashtag fix Smogon. Hashtag Smogon sucks. Hashtag Smogon ist scheiße. Hashtag tötet alle Smogons. Hashtag Smogon ist für Loser. Hashtag Smogon ist für Whiner. Smogon ist scheiße, scheiße, scheiße. Das war kein Hashtag. Das wollte ich nur so zwischendurch einfügen. Ich konnte diese Gelegenheit nicht gleich beim Schopfe packen. Gut, ich war geschockt. Geschockt und überrascht. Welche Minute ist das passiert? Minute 24 oder so? Minute 24 wird dich schockieren. Bin echt richtig angefressen gerade. Richtig angefressen. Ach ja. Wenigstens steckt Hennig. Gut, Volltreffer. Hier zwei Volltreffer drin gewesen. Zwei Vollstecks.
Irgendwann habe ich jedes Wort in meinem Vokabular durch Steck ersetzt. Dann sitze ich hier nur noch und sage Steck, 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 Smogon, Steck. Ach ja, wenn das doch alles nur so einfach wäre. Ich bin doch keine Maschine. So, das ist überhaupt nicht gepasst, aber wird das vielleicht ein neues Meme? Future Dennis, kümmere dich mal drum. Ich finde das so grandios, wie der da rumheult in diesem Lied. Das ist Gott sei Dank nicht mehr aktuell. Oh, vielleicht war das ein Fehler. Nein, okay. Ich habe Angst vor dem Überzahn des Ratata. Ich finde das so grandios, wie in diesem Lied rumgeheult wird. Was soll ich so scheiße? Ich bin doch keine Maschine. Ja. Habt ihr ja heute das Wort Apex schon mal benutzt, der Apex. Das ist der Apex des Rumheulens. Dude, komm mal klar. Komm mal klar. Ist alles nicht so wild. Alles gut. Hier, jetzt in diesem Let's Play. Da bin ich auch keine Maschine. Da ist auch was ganz anderes. Das hier ist nicht das reale Leben, das hier ist Krieg. Pokémon Krieg. Das ist tausendmal schlimmer als das reale Leben. Und tausendmal konsequenter. Im realen Leben hätte ich jetzt Soft resettet. Hätte gesagt, nö, der hier ist nicht tot. Oder ich habe gespeichert oder ich hätte Doppelleber eingesetzt oder so. Ja, ist der Fuji mit seinem. seinem kleinen Pedohort hier. Oh, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich habe ein anderes Wort gesucht, aber ich hab's gesagt. Nur Kinder, Herr Fuji, Mensch. Sie sind bestimmt nur ein lieber alter Opa, aber in der heutigen Zeit. Ja, führt das zwangsläufig zur Assoziation. Gucken, was sie so sagen. Ah, oh je. Okay, damit hast du es gerettet. Ich lese übrigens nicht vor, da sehr selten. Nur wenn jemand etwas wirklich, keine Ahnung, Sachsen-Gerät vielleicht oder so mal irgendwie auf Sächsisch zu vertonen, hätte ich kein Problem mit. Vielleicht im Nachhinein schon, aber da frage ich mich noch, wie ich das bei Terranigma mal machen muss oder machen werde. Wenn man mal darüber nachdenkt, so Terranigma RPG ist ein sehr dialoglastiges Spiel, logischerweise. Wie mache ich das? Aber ich selber kann es eigentlich nicht so ab, wenn irgendjemand einfach vorliest, was da steht. Ich meine, hier in Pokémon ist es egal, ich krieg das einfach alles weg, weil das kennen wir alle auswendig. Und selbst wenn sie was zu sagen hätten, wäre es völlig Banane, weil es keinen interessiert. Seit wann ist Plot bei Pokémon wichtig? Aber Terranigma ist ein sehr plotorientiertes Spiel. Oh, es regnet. Awesome! Sehr schön. So viel dazu. Es ist ein sehr plotorientiertes Spiel. Und ja, da geht es halt darum, zu erfahren, was gerade so für geiler Shit abgeht und so. Und wie gesagt, ich mag es gar nicht, wenn die Leute vorlesen. Was ich wirklich hasse in Let's Plays, ist, wenn sie versuchen, mit witzigen Stimmen vorzulesen. Das ist im Englischen nicht ganz so schlimm. Zumindest bei den englischen YouTubern, die ich gucke, die können das ganz gut. Oder es. Ja, die haben einfach nicht dieselbe Attitüden wie die meisten Deutschen. Let's Player, die irgendwie versuchen, ganz cool zu klingen, aber irgendwie ganz komisch. Klingt einfach nur als, weiß ich nicht. Als wären sie eine Maschine und kein Mensch aus Fleisch und Blut. Nein, eigentlich klingen sie ganz genauso wie ein Mensch, und zwar wie ein ziemlich dummer Mensch. Ja, aber ich bin halt kein Fan von. Muss ich mal gucken, ich. Ich spiele einfach und sehe, was passiert. Oh, so viele Memes. Ich muss über Jesse hinwegkommen irgendwie. Geheilt habe ich gerade, ne? Ja.
So, Route 16. Ich könnte jetzt dieses Relaxo hier herausfordern. Aber ich entscheide mich dagegen. Ich entscheide mich für den Encounter da oben. Das Relaxo, also ich kann das Relaxo trotzdem herausfordern, mache ich aber nicht, weil ich dafür noch ein viel stärkeres Team haben möchte. Oh, ich könnte schon nach Safonia City und ich könnte schon ins Kampfdojo, aber da werde ich wahrscheinlich zerstört. Ich entscheide mich dagegen und gehe oben ins hohe Gras, weil ich gespannt darauf bin, was ich hier bekomme. Um es ganz einfach zu formulieren. Oh, und ein Double-Kampf. Da kann ich vielleicht mit Hendrik irgendwie ganz cool reinsmashen. Egal, wir machen jetzt hier noch den Encounter und dann ist die Folge auch erstmal vorbei. Dann gehe ich nämlich erstmal grinden. Und dann hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge Erika cool zerstören können. Und es ist ein. Oh, das ist doch Absicht. Gott. Gott, du willst mich quälen. Du willst mir vor Augen führen, was ich verloren habe. Damit ich lerne, was es bedeutet hat, was ich vor Augen hatte. Was ich verloren habe. Ich weiß, was ich verloren habe. Ich weiß, was ich daran hatte. Und ich bin sehr traurig. Tja, die Route ist geblockt. Hättest du nicht wenigstens shiny sein können, hätte ich dich Jesus Jesse genannt. Hätte sogar gepasst von den Zeilen. Jesus Jesse, so als Wiederauferstandene. Keine Ahnung. So, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch grinden. Gucken, so bis Level 25 oder so. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem PTSD-Counter mache. Ich entscheide das dann spontan, je nachdem, wie lange es dauert und wie krass es wird. Rein theoretisch wurde ich nicht gewiped, also müsste das für den PTSD-Counter zählen. Aber wir sehen es ja dann. Hennig hat ja noch genug auf dem Zähler. Ich kann das ja immer nicht sehen hier, weil ich das Interface hier nicht habe. Dass sie das erst beim Editieren. Ja. Ich sehe es erst beim Editieren. Aber es müssten ungefähr über 200 sein. 205 oder so. Vielleicht ist es auch weniger geworden durch den Lavandierturm. Im Übrigen, falls es euch aufgefallen ist, wahrscheinlich nicht, weil darauf achtet keiner. Das weiß ich selber. Das ist nur Kosmetik. Aber die PTSD-Counter sind im Lavandierturm bei den Nebulax nicht gesunken, wenn das Nebulax sich durch Fluch selbst zerstört hat. Denn die Regel besagt, das ist jetzt keine Regelbiegung. Die Regel besagt, dass wenn dein Pokémon, also mein Pokémon, ein anderes Pokémon tötet, sinkt der Counter. Wenn das Pokémon sich selbst zerstört, sinkt der Counter logischerweise nicht. Weil dann habe ich es ja nicht umgebracht. So viel dazu, so Trivia. Falls ich irgendwann in 3000 Jahren der berühmteste YouTuber aller Zeiten bin, muss das in meinem Hauptartikel, muss so in den Trivia stehen. Der PTSD-Counter ist im Lavandierturm nicht gesunken. Schon, aber nur bei Nebulak. Das muss dann auch genauso stehen mit den Ems und das, was ich jetzt sage, das muss da ganz genauso stehen. Schon gesunken, aber nur, wenn Nebulak aktiv besiegt wurde und sich nicht selbst durch Fluch besiegt hat. So, ich habe jetzt genug gelabert dafür, dass ich vor 2 Minuten schon gesagt habe, es ist jetzt Feierabend. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr braucht nicht liken, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr es tut. Viel geiler fände ich es, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Das wäre cool. Aber an wen? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir spielen Pokémon, wir haben keine Freunde. So, jetzt habe ich aber auch genug erzählt. Wir sehen uns Mittwoch. Haltet die Ohren steif, Jessi. Gruß Britta von mir. Und DJ Bobette auch. Ich vermisse doch den kleinen Karpfen. Bis Mittwoch. Tschaußen! Ein neues Pokémon darf hier gefangen werden, vorausgesetzt ich habe es noch nicht. Und ich habe es noch nicht. Habitak. Wir sind doch hier unter Freunden. So. Egal, du landest eh erstmal auf der Bank. Freue mich natürlich, dass Jesse jetzt im Team ist, aber der Preis dafür war ganz schön hoch.
Bahn. Jesse, das ging schnell. Du bist eine sehr gute Rekrute. Sehr gut. Das heißt neues Opening? Ich muss hier das Interface bearbeiten, ist aber nicht schlimm. Alles nicht schlimm. Mache ich alles gerne. Hammer! Guten Tag, hallo, ich hätte fast die Entwicklung verpasst. Yeah. Hendrik entwickelt sich auf Level 21 zu Duflor. Wie ihr seht, ist das Mikro jetzt besser. Ich habe zwei dumme Fehler gemacht. Erstens, ich habe das interne Mikro meines Laptops ausgewählt. Und deswegen ist die Audioqualität in der Hauptfolge ziemlich scheiße. Und zweitens habe ich den Kampffahnder vergessen. Es gibt einen Kampffahnder. Den kann man in Orania City kriegen. Der ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann jetzt diesen Opa hier immer und immer wieder herausfordern, was ich gerade auch tue. Der setzt nur Quapsel und Verputzi ein. Und dadurch bekomme ich sehr schnell sehr viele Erfahrungspunkte. Ich werde wohl die besiegten Pokémon verrechnen. Also der PTSD-Counter wird sinken. Mal gucken, wie viel es noch werden. Vielleicht halbiere ich das oder so. Mal gucken, wie es fair ist. Sehe ich dann in der Folge. So, jetzt aber endgültig. Es sei denn, es ist ein bisschen noch irgendeine Scheiße. Wir sehen uns irgendwann. Tschüssen.